Des Vaterlandes. Die Botschaft nach draußen ist klar. Bei aller Kritik an der Armee wegen ihres Vorgehens in Tschetschenien muss nun wieder Vertrauen hergestellt werden. Dass die Armee Russlands, die zweitstärkste der Welt, stark reformbedürftig ist, räumt Jelzin anschließend vor Journalisten ein. Das Jahr 95 steht im Zeichen der Erneuerung, so Jelzin, und ich werde den Gang der Militärreform selbst kontrollieren. Sein Versprechen, das Militär zu stärken, mag aber manchen Kreisen aufstoßen. 15 Milliarden Dollar, mehr sieht der Haushalt 95 für Verteidigung nicht vor. Minister Gratschow fordert schon lange das Dreifache. Ohne Geld keine Reformen, sagt er knapp.